Was die Studenten und Dozenten in meinem Studiengang verbindet, ist die Leidenschaft für Musik. Das schafft eine familiäre und inspirierende Atmosphäre, die mich motiviert, mein Bestes zu geben. Warum möchte man als junger Mensch Klavier studieren? Ich denke, in den meisten Fällen wird es darum gehen, sich auf dem Instrument zu vervollkommnen, als Pianist zu reüssieren und eher weniger, um als Klavierpädagoge eine Karriere zu machen. Wir wollen einerseits die Entwicklung zum Pianisten unterstützen und andererseits aber langsam aber sicher den Perspektivwechsel zum spielenden und unterrichtenden Pianisten fördern und entwickeln. Man merkt über die Jahre, wie die Leute immer versierter und vielschichtiger werden im Zusammenspiel und in der Interaktion. Hier in Cottbus wurde ich zum ersten Mal gefragt, was ich eigentlich an mir verändern will, wie ich mich noch weiterentwickeln will. Und das wiederum hat mir das Gefühl gegeben, dass man auf mich als Person eingeht. Musiktheorie vermittelt Musikverständnis. Es macht Spaß in einem Umfeld mit nahezu durchweg interessierten und motivierten Studierenden zu arbeiten. Uns interessiert die Frage, wie ist das gemacht, was man später selbst einmal unterrichten möchte. Und die Inspiration kommt entweder vom Hören von wunderbarer Musik oder wenn wir hier dann abends Vortragsabende haben, oder die Jazzstudenten in verschiedenen Lokalitäten in der Stadt ja, ihr Bestes zum Hören geben. Und dann eben noch im Unterricht, wenn wir in neue Themenfelder einsteigen und die Dozierenden eben auch den gesamten Hintergrund beleuchten und aufzeigen, wo wir später welche Möglichkeit haben, dann sieht man wirklich erst, was alles möglich ist. Da bekommt man gleich meistens Lust, sich sofort weiter zu informieren und da hat der Tag dann einfach viel zu wenig Stunden. Instrument auf hohem Niveau zu spielen, ist meines Erachtens eine der komplexesten Anforderungen an einen Menschen überhaupt. Die emotionalen und intellektuellen Inhalte einer Komposition zu ergründen, zu einer persönlichen Interpretation zu gelangen und diese mit einer möglichst hochentwickelten Instrumentaltechnik durch die Gitarre zum Leben zu erwecken, das finde ich, ist eine der schönsten Aufgaben, die es gibt. Für Studenten hier ist es eine tolle Möglichkeit, sehr schöne Atmosphäre zwischen Lehrenden und Studierenden, nette Kollegium, tolle Möglichkeit im Campus mit Üben und Wohnmöglichkeiten und dann viele Konzerte in Semesterzeit. Und für mich hat sich immer wieder herausgestellt, einer der besten Wege, Musik zu verstehen, besteht für mich darin, sie einem anderen Menschen zu erklären. Und das Fach Musikpädagogik im Speziellen übernimmt in meinen Augen so die Rolle einer Wegbereiterin. Sie ebnet und erschließt praktisch uns gleichermaßen den Weg zu Mensch und Musik. EMP legt den Grundstein für die musikalische Ausbildung und arbeitet mit allen Sinnen ganzheitlich und ist deswegen auch so abwechslungsreich. Also für mich ist die EMP ein ganz großer Kontrast zu den ganzen anderen Fächern, die wir haben. Und das macht es sehr spannend und bietet ganz viele kreative Möglichkeiten. Wenn du von irgendwas träumst, dann hör nicht damit auf. Geh deinen Weg, egal wo er gerade hinführt, aber sei dir sicher, dass du immer Leute dabei hast, die dich auf dem Weg unterstützen wollen. Und diese Leute findest du hier an der Uni ganz bestimmt.